Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und das ist Björn. Und Björn hat mich gebucht für eine Kaufberatung. Wir sind hier in Braunschweig bei der Firma MCB Autowelt, glaube ich, heißt der, ne? Mit der Namen. Hier war ich schon mal. Und hier gibt es immer günstige Tesla. Und hier haben wir jetzt einen Tesla, einen S85 aus 2013 mit knapp 200.000 gelaufen, 190.000. Für 39.999. Das ist natürlich so eine magische Grenze. Die finden alle geil. 39.999. Den Tesla muss ich haben. Auf das Auto haben mich ganz viele angerufen, aber Björn war das Schnellste. Und deswegen sind wir heute hier und haben das Auto geprüft und gefahren. Ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Auto vorab die Historie gezogen. Das Auto hat eine super Historie. Wir haben alle Inspektionen, alle 20.000 bei Tesla bekommen. 2016 kam schon ein neuer Motor rein. Der Akku ist immer noch der erste und das Ladegerät ist schon mal neu gekommen. Das kostet natürlich immer 2.500 Euro pro Ladegerät. Das Auto hat einen Doppellader, das Auto hat ein Luftfahrwerk und das große Soundsystem und das Tech-Paket mit elektrischer Heckklappe und auch schon nachgerüstete elektrische anklappbare Außenspiegel. Also eigentlich perfekt. In Atlantikblau oder Pacificblau, eins von beiden, Metallic mit sehr gepflegten Felgen. Können wir mal einmal sehen. So sehen alle Felgen aus rundum. Das heißt, wir haben hier überhaupt keine Beschädigung. Wir haben eine gute Bereifung. Wenn wir dann einmal rumgehen mit zu dem Auto, dann sehen wir hier, ganz ruhig nah rangehen. Arnie filmt gerade. Hier sehen wir eine Beschädigung. Wir sehen hier eine Beschädigung. Könnt ihr das sehen? Dann haben wir hier eine Beschädigung. Und wir haben hier eine etwas größere Beschädigung. Und diese Beschädigung gehört wahrscheinlich auch dazu, dass dieses Seitenteil mal lackiert wurde. Das erkennt man ganz gut. Machen wir mal den Schlüssel. Kannst du mal einmal Schlüssel geben, Björn? Wir machen mal die Tür auf. Hier ist auch ein Kratzer, wie ihr sehen könnt. Genau. So, und hier drin, hier seht ihr eine schöne Lackkante. Guck mal genau hin. Ich muss immer schön so halten. So. Guck mal, da könnt ihr das sehen. Da geht es lang. Dieses Seitenteil ist mal lackiert worden und wie man es beim Lackierer macht, ist zusätzlich die Tür angeglichen worden. Sonst haben wir rundum den Originallack. Außerdem habe ich rausbekommen, dass die beiden Türen mal vor 2 Jahren komplett neu gekommen sind, weil hier mal ein Streichschaden war. Aber es ist gut gemacht, hat einen Bodyshop gemacht, man sieht gar nichts, alles funktioniert. Wir haben eine Probefahrt gemacht. Das war ruhig. Das war schön. Ja? Ja. Du bist heiß, ne? Es ist ganz heiß. Ich steig da nicht mehr aus. Haben eine Probefahrt gemacht und festgestellt, dass der Motor schon wieder summt. Obwohl er 2016 neu gekommen ist, der ist jetzt 3 Jahre alt. Der kommt natürlich neu. Wir haben ja 8 Jahre Garantie auf Motor und Akku. Dann haben wir den Akku ausgelesen und haben eine erhöhte Degradation rausgefunden von 12%. Das bei 200.000 knapp, das ist ein bisschen hoch. Alle Zellen werden angetriggert, aber so ein kleiner Zellblock ist in meinen Augen nicht so ganz in Ordnung. Auch auf den Akku hast du eine Garantie. Und in meinen Gutachten oder in meiner Expertise werde ich das vermerken, dass du bei Tesla das vorlegen kannst. Die sollen den Akku mal prüfen, weil er hat, wie gesagt, auf Motor und auf Akku ab Erstzulassung 8 Jahre Garantie. Egal, was das hingelaufen hat. Und das muss man ausnutzen, da geht noch was. Wie bist du denn zu Tesla gekommen? Zum Tesla bin ich gekommen. Ich würde es mal so sagen, warum Elektroauto und dann warum Tesla? Ja, jeder möchte ja irgendwie sparen jeden Monat, ne, die Betriebskosten senken und das geht nur beim Elektroauto. Diesen ganzen Verschleißapparat hat man nicht, Öl, die Riemen, Vergaser, alles was man beim Verbrenner hat man beim E-Auto nicht. Strom, der Spritersatz ist auch günstiger. Steuerfrei erstmal, also wenn man mal sparen möchte, dann definitiv Elektroauto fahren. Und das Fahren an sich ist ja auch eine ganz andere Kiste, sag ich mal. Das ist kein Fahren, ich nenne es mal Gleiten, durch die Straßen gleiten und nicht fahren. Ja, warum Tesla? Ja, Tesla setzt doch noch mal einen oben drauf. Dann gibt es sogar umsonst Strom. Die Qualität ist wesentlich hochwertiger als bei Nissan Golf. Das ist halt eine ganz andere Preisklasse. Und man muss ja nicht immer ein neues Auto kaufen. Ja. Warum nicht ein hochwertiges Gebrauchtes? So ist meine Rechnung. Also ich hatte ein Budget von Summe X gehabt. Hab mir gedacht, warum soll ich mir jetzt einen neuen Wagen kaufen? Mit Kinderkrankheiten, der noch nicht ausgereift ist, der mir nicht gefällt, der nicht so viel Bums hat. Ach nee,
war ich eigentlich so sicher gewesen. Also habe ich mir gedacht, komm, investiere genau die gleiche Kohle in einem hochwertigen Fahrzeug. Die ist halt zwar nicht neu, ja und scheißegal, aber du hast einen Tesla, ich habe mein Traumauto. Das ist so meine Intuition dazu. Und bist du denn so ein Öko-Fühl? Ich nenne es als, ist ein Goodie oben drauf, sauber zu fahren. Also es ist nicht der Hauptpunkt, aber es ist ein nettes Goodie. Ja. Was hast du jetzt für ein Auto? Ein Opel Astra Diesel. Opel Astra Diesel? Diesel, ja. Der wird verkauft. Der wird verkauft jetzt. Ja, ja. Man muss, ne? Zwei geht nicht. Nee. Einer reicht. Ja. Und ja, dem will ich jetzt versuchen loszuwerden. Werde ich auch los. Viel Spaß. Ja. Und dann geht's in die neue Welt hinein. Ja. Tja, hast du eigentlich schon vieles erklärt. Das finde ich ganz gut. Ich brauch's eigentlich gar nichts mehr fragen. Ich habe mich auch super informiert. Also ich bin auf ihn gekommen durch ein YouTube-Video natürlich, wie es heutzutage ist, weißt du. Das erste Video war mit dem Titel Tesla mit 300.000 Kilometer, geht da noch? Ich so, ach, kann nicht, geht nicht, ne? Guck mal, einfach mal an, gucken kostet nichts. Ja, und dann geguckt und da sind immer die Kinnlage am Tisch geflogen. Das geht ja doch. Da muss nicht Laufleistung spielt bei dem Wagen, keine Rolle. Also, das hat mich nur richtig scharf gemacht. Und dann habe ich gesucht, ein halbes Jahr lang Angebote reingeholt, in Holland unterwegs gewesen, geguckt, Probefahrten gemacht ohne Ende. Ach was. Ja, ja. Du warst schon los? Ich war schon los, ja. Ich bin schon ein halbes Jahr schon dran, ja. Ach, was? Ja, dann wollte ich. Gar nicht erzählt. Dann, ich packe jetzt aus. Ja. Ja, und dann war immer so die Frage, welche Farbe, was für Modell und hin und her. Gut. Traum war immer so blau. Blau, ja, aber dieses andere Blau oder schwarz. War immer so meine. Wo ich nicht sicher war. Jetzt habe ich so eine Mischung aus blau und schwarz. Also, was will man mehr? Eigentlich genau das, eigentlich, was ich möchte. Und ja, jetzt bin ich doch nicht in Holland, sondern in Braunschweig, in Deutschland gelandet, was ich nicht gedacht hätte. Das ist ein Händlerauto mit einer Gewährleistung. Und das auch noch. Und zwei Jahren TÜV. Und das auch noch, genau. Und ich habe noch 1000 Euro runtergehandelt und noch ein Typ-2-Kabel ausgehandelt und noch einen 11kW-Adapter ausgehandelt. Noch was? 11kW-Adapter, den roten. Genau, richtig roten. Ja, ja. Also alles gut, oder? Ja, Budget ist jetzt am Limit, aber geht noch. Ja, ja, ja. Ich kann mir noch nachher einen Burger holen. Also es ist schon mit einer der günstigsten Tesla, die ich so überhaupt vermittelt habe. Meine wunderschöne Frau, die gerade hier die Kamera hält, die ich euch mal zeigen werde, die fährt ja ein Tesla mit 300? 322.000 Kilometern und bist top zufrieden, ne? Ja, sehr. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, den Holländer, aus den Videos. Ja. Und Björn hat gerade auch von dem Auto gesprochen. Ja. Also Kilometerlaufleistung ist nicht so das allerwichtigste. Pflegezustand ist es. Und das möchte ich euch hier vielleicht noch einmal zeigen bei diesem Auto. Wir gehen noch einmal rum. Vielleicht übernehme ich noch mal einmal die Kamera. Danke, Arni. Sehr gerne. Also wir haben hier wirklich einen extrem gepflegten Innenraum. Ich gehe mal auf die andere Seite. Auch hier wieder die Felgen wunderbar. Bereifung wunderbar. Auto fährt gut, tut gut. Ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Dieses Atlantikblau Metallic. Kaum Steinschläge, Holland-Auto. Das Auto wurde nur tatsächlich 960 Kilowattstunden am Supercharger geladen und über 23.000 zu Hause am AC-Lader. Und nun guckt euch das mal an. Schwarz Klavierlack, keine Beschädigungen hier an der Seite, hier auch nicht. Die Sitzwange, der Einstieg, alles ist sauber und in Ordnung. Das ist wirklich ein sehr gepflegtes Auto. Lenkrad ist schön, nicht ausgelutscht, der Himmel ist hell. Nicht mit Wasserflecken oder sonst was voll. Hier nochmal hinten, da wo noch nie einer gesessen. Und das ist eben genau das, was wir suchen. Gepflegte Autos mit einer vernünftigen Historie. Da spielt es keine Rolle, was der Wagen gelaufen hat. Ja, dann gebe ich nochmal Arnie das Handy. Dann, Björn, verabschieden wir uns nochmal voneinander. Du hast ja meine Kaufberatung gebucht, damit hast du natürlich auch einen Service in Zukunft, wenn du Fragen hast und irgendwas nicht weißt, nicht verstehst oder ein Problem hast mit dem Auto, kannst du mich jederzeit anrufen, das gehört immer mit dazu. Dafür bedanke ich mich bei dir. Ja, ich habe zu danken und nochmal an alle, fahrt Elektroauto, einmal drin gesessen, ihr steigt nicht mehr wieder aus. Das stimmt. Ja? Oder fahrt es lieber nicht, weil dann steigt ihr nämlich nicht mehr aus. Oder so. Okay, vielen Dank. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.